fand das so ziemlich witzig. Ah, das war... Nein! Bist du wahr? Okay, ich spiele nochmal ein in die letzte Runde. Es gibt drei Fragen. Das sind Kinderfragen, die im Kinderquiz vorkommen. Jede Frage gibt zwei Punkte. Mit welchen Tieren arbeiten Imker? Bienen. Korrekt. Aber keine Sorge, ich habe ja hier noch... Nein, nur ein Kräutertee. Naja, aber angenehm. Ey, ja, genau. Ich schwör's dir, das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Alkohol trinke. Erste Lüge. Vorletzte Frage. Wie heißen die Neffen von Donald Duck? Keine Ahnung. Trick. Und Track? Trick. Nein, warte, warte, warte. Trag, Trag. Was ist deine endgültige Antwort? Trag. Drei. Drei. Trag. Ja, das war schon über. Falsch, ne? Wie hieß denn das? Einer fehlt, es waren drei. Ja! Trick. Ich sag's nicht. Kräutertee. Trick. Trick. Trick und Trag. Ah, Tick. Jawohl. Nochmal zur Erinnerung, es gibt auch noch eine Strafe für den Verlierer. Und zwar darf der Gewinner einen Cocktail mixen aus allen Zutaten, die er finden kann. Ja. Und der Verlierer muss sie trinken. Boah, das hab ich ja total vergessen. Ja. Letzte Frage. Wo im menschlichen Körper befindet sich der Hammer? Was? Der Hammer. Hammer. Wie der Hammer. Der Hammer. Ein kleiner Tipp, er ist relativ klein. Ja, Leute, ich weiß es nicht, aber... Was hier? Italien, wir haben Eier. Ich sag im Magen. Leider falsch. Wo ist denn dieser scheiß Hammer? Im Ohr. Oh Gott. Wenn man gar keinen Plan hat. Nein. Einfach mal die Fresse halten. Okay, weißt du, was ich gleich mache? Ich mix dir was Schönes, im Cocktail, weißt du? Ich glaub, aber warte mal ganz kurz, hat er nicht verloren, darf er nicht noch, muss er noch einen trinken eigentlich? The Regals in the Regals. Okay. Schauspieler. Weißt du, ich will jetzt auch gar nicht hier groß rumschreien oder sonst irgendwas. Und es ist gar nicht... No! Oh no! Ehrlicher Verlierer. Ich hab dich auch lieb. Und jetzt geht's zum Cocktail. Let's aber go. Auch einen Shot, ne? Also sowas. Ja, ja. Ich trinke sicher kein Glas. Ja, komm. So, ich habe mir natürlich die ein oder andere Überraschung für meinen italienischen Freund überlegt. Und fangen wir doch einfach mal an mit der Gourmet-Zunge. Ja, die mögen ja eh alle irgendwie Wein oder so, habe ich mal gehört. Guck mal, ey, was ist dein Problem? Ist doch nur ein bisschen Wein. Wir verfeinern das alles noch mit einer gewissen Prise. Weißt du, ich achte natürlich auch auf deine Form. Es ist weniger Zucker drin. So ein kleinen Schwabbi. Mhm. Natürlich gebe ich dir noch einen kleinen... Bro, das ist schon mehr als ein Kopf. Der Frischkäse hat einiges an Proteine. Dann mache ich dir nochmal eine Messerspitze rein. Boah, da sind Stücke drin. Da haben wir hier den Kaffee. Ja. Dann haben wir noch den türkischen Apfel. Der ist doch nur zum Tunken, den nehmen wir natürlich später wieder raus. Kürbiskernöl. Übertreibst du, die kannst du Menschen quälen. Ein redest zu viel. Nein, Cola. Ja, redest zu viel. Bring das scheiß Ding jetzt. Was habe ich hier denn noch? Light Schokolade, wer möchte das nicht? Und ich gönne dir das hier in deinen leckeren Saft. In diesem Sinne rühre ich jetzt noch ein bisschen hier den Teebeutel herum. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes, aromatisches Erlebnis. Die Konsistenz ist sehr flüssig bis grün. Auf deinem eigenen YouTube-Channel wirst du untergehen. Er wird heute untergehen. Schütt hier noch ein bisschen Fett mit rein. Boah! Boah! Boah. Ich habe in meinem Leben noch nie sowas Ekliges in meinem Mund gehabt. Ich meinte es ja eigentlich nur gut. Also ich meine, ich habe hier die besten Lebensmittel des Hauses hier reingetan, aber hat wohl dann noch nicht so funktioniert. Das kriegst du so zurück. Wenn wir einmal FIFA spielen, ich nehme dich so auseinander, du weißt nicht mehr, wie du heißt. Okay, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist ein bisschen eskaliert mit meinem Freund Danilo. Ich wollte natürlich auch nicht, dass er hier alles vollkotzt. Wie auch immer, schreibt eure Genesungswünsche in die Kommentare für Danilo. Ich hoffe, er hat es überlebt. Mein kleiner Italiener, in diesem Sinne wünsche ich mir euch einen schönen Tag. Daumen nach oben und haut rein.